Der neue Mobilfunkstandard 5G bewegt nicht nur Daten in Gigabit-Geschwindigkeit, sondern bringt auch Fahrzeuge in Bewegung, die ganz von alleine und selbstständig sich ihren Weg bahnen. Wie hier im Werner von Siemens Center in Berlin im 5G-Campusnetz. Smarte Fabrik ist längst Normalität geworden. Es gibt vernetzte Roboter, es gibt Transporter, die selbstständig fahren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder Maschinen, die mit Hilfe von Sensoren melden, wenn sie eine Wartung brauchen. Und das Ganze funktioniert auch mit 5G. Michael, welche Mobilfunktechnik kommt denn jetzt hier zum Einsatz, dass so ein Transporter wie der hier alleine jetzt hier rumfahren kann? Ja, wir haben hier ein 5G-Campus-Netzwerk verbaut. Die laufen auf der Frequenz 3,7 und 3,8 MHz. Das ist ein privates Industriespektrum. Und wir haben hier insgesamt in der Halle 8 Antennen verbaut. Und wir haben draußen auch noch 2 Außenantennen verbaut, die das gesamte Gelände dann versorgen. Das heißt, wir können Indoor und Outdoor mit diesen kleinen Geräten durch die Gegend flitzen. Was ist jetzt der Vorteil von 5G? Der Vorteil von 5G ist, dass es sehr schnell sehr viele Daten transportiert und diese dann auch auf dem Campus bleiben. Das ist ja ein Campusnetzwerk. Das ist dann besonders wichtig, zum Beispiel in dem Fall der selbstfahrenden Roboter, die ja auch sehr viele Bilddaten senden. Das heißt, es sind sehr viele Daten, es muss sehr schnell passieren. Der Roboter wird aus der Plattform gesteuert. Das heißt, wenn da Verzögerungen sind, dann fährt er dich unter Umständen um und das wollen wir ja nicht. Deswegen schnell, viele Daten, sicher. Okay, jetzt braucht es natürlich nicht nur ein 5G-Netz, das so ein Transporter alleine fährt, sondern auch viele Partner und noch andere Technik. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, was muss eigentlich alles zusammenkommen für so eine Anwendung? Das ist sehr viel, was da zusammenkommen muss. Einmal das 5G-Netz, das ist halt der Backbone sozusagen. Die Daten gehen dann von dem Roboter über das 5G-Netz in eine Edge-Computing-Instanz. Das ist ein kleines Rechenzentrum sozusagen vor Ort, eine Cloud vor Ort, die auch dafür sorgt, dass die Daten hier vor Ort bleiben, schnell verarbeitet werden und dann sehr kurze Wege auch wieder zurückhaben. Aber dann auch noch maßgeblich ist die Plattform. Die Plattform steuert den AGV und die anderen AGVs, die man hier sieht. Die Plattform sorgt dann auch dafür, dass der Roboter seinen Weg findet. Also auch wenn wir uns im Weg stellen, der kennt den Plan der Halle, dann wird er einen neuen Weg finden. Und wir sprechen ja über Digitalisierung. Das heißt, wir wollen komplette Prozesse digitalisieren. Das heißt, so ein Roboter muss selbstständig von A nach B fahren können. Aber wenn da zwischendurch ein Tor oder ein Aufzug im Weg ist, dann ist diese Plattform mit dem Tor und dem Aufzug vernetzt, so dass, wenn der Roboter ankommt, der Aufzug automatisch kommt, den Roboter reinlässt und auch gleich dann weiß, auf welche Etage er fahren muss. Cool, vielen Dank, Michael. Du sagst mir gleich noch, was ihr noch für andere Anwendungen habt. Aber bis dahin schaue ich mich noch mal ein bisschen hier um. Wo sind wir eigentlich genau? Im Werner von Siemens Center im Zukunftsort Siemensstadt 2.0 in Berlin, Spandau. Das Ganze ist eine Vorzeigefabrik und eine Art Showroom für Forschungskooperationen. Hier arbeiten viele Unternehmen an neuen Lösungen und Anwendungen für die industrielle Fertigung oder den Energie- und Mobilitätswandel. Dazu stehen mehrere Hallen, Büroflächen sowie ein großer Außenbereich bereit. Erik, welche besonderen Herausforderungen haben denn Produktionsstätten der Zukunft? Also wenn ich beispielsweise jetzt an so eine Autofabrik denke oder so große Maschinenparks, was müssen die bewältigen können? Die Themen in Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeit, aber auch das ganze Thema Lieferketten, was eine Rolle spielt, und die Produktivität sind Herausforderungen, die jetzt bei Produktionsstätten berücksichtigt werden müssen. Das betrifft zum einen die bestehenden Produktionsstätten, die umgewandelt werden müssen, neu gedacht werden müssen. Und neue Produktionsstätten müssen diese Themen von vornherein mitdenken. Welchem Zweck dient jetzt das Werner vom Siemens Center? Warum seid ihr genau hier? Das Werner vom Siemens Center ist der Forschungscampus der Siemensstadt in Berlin. Wir haben 28 Mitglieder, sind als Verein entsprechend eingetragen. Und wir wollen alle zusammenholen hier am Ort der Wertschöpfung. Wollen zusammen mit allen Partnern forschen, in den Coworking Space, in den Fertigungs- und Laborflächen und damit zusammen Lösungen schaffen, genau für diese Herausforderungen, die wir dann
in die Produktion überführen können und entsprechend auch skalieren können, um sie dann entsprechend als industrielle Lösungen einzusetzen. Die Telekom und T-Systems sorgt hier im Werner von Siemens Center nicht nur für ein schnelles 5G-Campusnetz, sondern hat auch verschiedene Anwendungen am Start. Und Michael, du hast noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Wir haben ja den selbstfahrenden Transporter schon kennengelernt, aber es gibt natürlich noch andere Sachen, die wir hier zeigen. Ja, ganz viele schöne Sachen. Zum Beispiel eins ist unser Precise Positioning System, was wir hier im Hintergrund sehen. Das sind so kleine Tracker, die auf Ultra-Wideband-Basis beruhen. Und mit denen kann man Ladungsträger oder andere Dinge zentimetergenau in Real-Time tracken. Das sehen wir zum Beispiel hier hinten auf dem Monitor. Dort haben wir mal verschiedene Zonen abgebildet. Und dort kann man dann zum Beispiel sehen, wann eine Ladung in einer bestimmten Zone ankommt oder eine Zone verlässt, beziehungsweise wie lange sie da drin war. Zum Beispiel könnten automatisch Bezahlungen ausgelöst werden, wenn eine Ladung im Warehouse, im Lager angekommen ist. Das Interessante ist aber auch, dass hier unsere Plattform mehrere Technologien vereinen kann. Also GPS, Wi-Fi-Positionierung, Triangulation, Ultra-Wideband und alle geben dann praktisch die genaue Position raus, wo sich der Ladungsträger gerade befindet. Für wen ist das denn wichtig, das so genau zu wissen? Das ist wichtig für die Logistik. Beispielsweise, wenn man wissen möchte, wo ist mein LKW und wann kommt der mit den Ersatzteilen endlich an, die ich dringend benötige. Zum Beispiel aber auch im Warehouse, damit man weiß, wo ist mein Ladungsträger genau und ich muss den nicht lange suchen, um Suchzeiten praktisch zu verkürzen. Also macht die Sache einfach effizienter. Genau. Okay, wir haben noch ein anderes Beispiel und das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, jetzt hast du ein Tablet dabei, Michael. Was soll der Fabrikarbeiter denn damit machen? Ja, damit zeigen wir Assisted Assembly. Und zwar geht es darum, wir haben jetzt hier ein Exponat, das könnte aber auch eine Maschine sein oder so. Zeigen wir Schritt für Schritt, wie man eine Maschine oder wie man Teile einer Maschine zusammenbauen muss, wie man Serviceprozesse durchführen kann oder dergleichen. Somit weiß der Arbeiter immer ganz genau, was er tun muss. Hier wird beispielsweise angezeigt, als nächstes sind diese gelben Schrauben hier im Bild zu fixieren und man kann das dann auch den AR-Overlay hier wegziehen, damit man dann auch nochmal sieht, wie sieht das Original aus und damit man dann sehen kann, wo ich was als nächstes tun muss. Also eine echte digitale Hilfestellung. Genau, eine echte digitale Hilfestellung hier mit einem Tablet kann natürlich auch in einer AR-Brille oder über einen Beamer gemacht werden. Im Werner vom Siemens Center habe ich jedenfalls das Gefühl, dass die smarte Fabrik und Produktion keine Zukunftsmusik mehr ist und vor allem, dass die Mobilfunkgeneration 5G ein echter Mehrgewinn für die Industrie ist. Und begeistert bin ich vor allem, weil ich hier mit diesem genialen Gabelstapler durch die Gegend fahren kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was die smarte Fabrik der Zukunft können sollte, dann nutzt die Kommentarfunktion unten und am besten abonniert ihr einfach den Kanal. Tschüss aus Berlin!